Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022. Der Danny spielt das. Wir stehen hier mit unserem IC2 immer noch in Osnabrück Hauptbahnhof und wir haben ja im letzten Video sind wir ja hier stehen geblieben, weil das Video sonst einfach zu lang wäre. Und ja, nun haben wir die Aufgabe, diesen Zug noch von Osnabrück bis nach Münster Hauptbahnhof zu fahren. Im ersten Teil wurde uns mitgeteilt, dass ein alkoholisierter Fahrgast die Notbremse gezogen hat, dies anscheinend in Missbrauch oder missbraucht hat. Und ja, der wurde hier bereits abgeholt und von der Bundespolizei in Empfang genommen. Und das ganze Szenario stammt aus der Feder von Malte Jensen und nennt sich Chaotischer Morgen. IC 2023 nach Frankfurt am Main. Und wir sind hier soeben in Osnabrück angekommen mit 5-minütiger Verspätung, aber laut unserer Uhr mehr als pünktlich, würde ich sagen. Und Schublock ist eine 146- bzw. 146-555-8. Unser IC2 besteht aus, wie ihr es ja natürlich wisst, aus Doppeldecker-Dostos. Wenn man die überhaupt Dostos nennt. Und ja, hier steht noch ein schöner Regionalexpress. Und wir warten jetzt auf die Ausfahrt. So, ist ein wenig Aufenthalt hier. So, was kommt hier? IC 2026 von Bremen über Hauptbahnhof bis nach Lübeck Hauptbahnhof. Eine gute halbe Stunde später kommt dann der ICE 757 von Hannover über Berlin Hauptbahnhof nach Berlin Südkreuz. Und unser Zug fährt von Dortmund über Köln Hauptbahnhof nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Und um 10:37 Uhr kommt der IC 22313 von Köln Hauptbahnhof über Mannheim Hauptbahnhof bis nach Stuttgart Hauptbahnhof. So. Der hat ja auch Zugzielanzeiger. Wer hupt denn da so unverschämt? Übrigens, welches Gleis ist das denn? Wir stehen an Gleis 2. Wartet mal. Wo stand ich denn letzte Woche?
Ich stand, glaube ich, hier. Ich meine, ich stand hier. Gibt es hier das Hotel? Da ist das Parkhaus. Ja, ich stand hier, meine ich. Auf diesem Bahnsteig. Nee, ich stand hier. Oder? Ist gar nicht so einfach. Wo stand ich? Hier stand ich. Genau, jetzt erinnere ich mich an den Turm. Auf diesem Bahnsteig. Hab dann so gefilmt. Genau. Bin hier zwischen hergelaufen. Hier. Und hier. Genau, hier geht's runter. Ja. Bin dann hier zwischenher gelaufen. Genau so war's. Ich habe dann hier gefilmt. Richtig. Jetzt fällt es mir wieder ein. So, wir haben auch jeden Moment Ausfahrt, würde ich sagen. Das heißt, wir werden jetzt immer ein bisschen positionieren. Und werden uns dann genüsslich die Ausfahrt ansehen. Wir lösen die Bremsen. Und schalten auf. Auf geht's nach Münster. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie auch herzlich im Intercity 2023 Ersatzzug nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Osnabrück Hauptbahnhof haben wir soeben mit einer Verspätung von 6 Minuten verlassen. Bitte beachten Sie, dass in diesem Zug leider nicht mehr die Sitzplatzreservierung gelten und dass wir auch leider kein Bordrestaurant heute dabei haben. Außerdem gilt weiterhin die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske während der gesamten Fahrt. Bitte helfen Sie uns, das Coronavirus einzudämmen. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Unser nächster Halt ist Münster gegen 10.06 Uhr. Ja, das mit dem Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung dürfte, glaube ich, mittlerweile bei jedem angekommen sein. Ich bin gespannt, ob wir auch diesmal die Verspätung herausfahren können bis Münster und werde auf jeden Fall wieder alles geben, dass uns dies gelingt. Wäre natürlich schön. So, 44 Kilometer bis zum Dortmund-Ems-Kanal und wir werden natürlich noch die Ländergrenze überschreiten. Von Niedersachsen bis rein nach Nordrhein-Westfalen. Auch das wird uns noch bevorstehen. Und ich bin gespannt, was uns auf dieser Fahrt noch so passiert. Wir hatten gerade im ersten Teil von Bremen Hauptbahnhof nach Osnabrück Hauptbahnhof
einen alkoholisierten Fahrgast an Bord, der die Notbremse missbraucht hat und der dann mit Ankunft in Osnabrück Hauptbahnhof von der Bundespolizei in Empfang genommen wurde. Und ja, das finde ich doch jetzt richtig scheiße hier. Ach, es ist nicht einfach. Das ist wirklich ein bisschen, ihr wisst es, was ich meine. Gleich eine kurze Beschränkung von 120. Wir das natürlich auch einhalten. Da sind sie schon wieder am Baggern oder sehe ich das falsch? Nein, da steht ein ganzer Bordzug. Und vorne an der Spitze 232, wunderschön. Nein. Wunderschön. Wunderschön. So, jetzt dürfen wir wieder 160.
10. Ja, so einiges kommt mir auf dieser Strecke bekannt vor. Der Tunnel. Da bin ich nicht mit dem IC gefahren, sondern mit dem Regionalexpress. Ich glaube, 200 werden wir heute nicht mehr fahren. Und wenn, dann nur ganz kurz. Beziehungsweise 200 fahren wir ja sowieso nicht, aber... Naja, ihr wisst, was ich meine. So, 2 Minuten müssen wir noch ungefähr rausholen, ein bisschen mehr. Dann haben wir's. So, 22 Kilometer bis zum Dortmund-Ems-Kanal und 25 Kilometer bis zum Münster in Nordrhein-Westfalen.
Es ist ein wenig zwischendurch ein wenig ereignislos und ein bisschen langweilig kommt es daher. Aber ich finde es dennoch ein schönes, gelungenes Szenario, allein schon vom KI-Verkehr her und von den Ansagen her. Das mit dem alkoholisierten Fahrgast und der Notbremse war auch eine schöne eingebautes, ein schönes eingebautes Gimmick. Und ja, schau, was uns jetzt auf dem letzten Stück bis Münster noch passiert. Ja, ihr könnt es selber bewerten, wenn ihr euch es anseht. Und für meinen Geschmack ein schönes, gelungenes Szenario, so von allem bisschen was drin und hat mir sehr gefallen. Stammt, wie gesagt, von dem lieben Malte Jensen. Und ja, könnt euch da selber ein Bild von machen. Gibt's Down zu Loaden bei RailSim. Nennt sich Chaotischer Morgen und findet in Münster auf der Strecke Münster-Bremen statt. So, lange dauert es nicht mehr, bis zum Szenarioende. Und letzte Woche, als ich da mit dem Regionalexpress von Essen Hauptbahnhof bis nach Osnabrück Hauptbahnhof gefahren bin, hat er natürlich an so gut wie jeder Station angehalten. Verspätung hatte er auch noch. Wegen einer Verspätung eines vorausfahrenden Zuges, so hieß es. Und die Rückfahrt war spannend. Der ist erstmal verspätet in Osnabrück angekommen. Da hatten wir noch eine Türstörung, die noch repariert werden musste. Das hat dann nochmal ungefähr 40 Minuten gedauert und so kamen wir dann mit fast knapp einer Stunde Verspätung. Oder dreiviertel Stunde Verspätung in Essen Hauptbahnhof an. Somit habe ich da meinen Anschlusszug verpasst und durfte dann eine Stunde in Essen warten. Ja, kann der Triebfahrzeugführer nichts für. Eine Türstörung ist nun mal höhere Gewalt. Klar, alles gut, aber ja, die Bahn hat wieder alles gegeben, um eine Verspätung ja auszulösen, würde ich mal sagen. Also es war schon sehr, sehr abenteuerreich. Aber alles in allem war das ein schöner Tag, schöne Bilder gemacht, schöne Videos gemacht und ja, ihr seht es ja selber auf meinem Kanal. Aber ich habe am eigenen Leib verspürt, was es bedeutet, wenn die Deutsche Bahn Verspätung hat. Was das alles nach sich zieht und was das für Folgen hat.
so viel, 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 ganz langsam, sehr viel Fernverkehr unterwegs. Es ist schon der zweite oder dritte IC, der uns entgegenkommt. Was ich allerdings noch nicht gesehen habe, was uns entgegenkam, ist ICE, in welcher Form auch immer oder in welcher Generation auch immer. Aber dafür viel Güterverkehr und viel Fernverkehr und viel Regioverkehr, aber kein ICE. Was ich eigentlich ein bisschen schade finde, muss ich ehrlich sagen. So, Dortmund-Ems-Kanal ist in Reichweite. Und Münster auch. Wunderschön. Ein voller Autozug, wunderschön. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt, Münster Hauptbahnhof. Diesen erreichen wir heute mit ca. 6 Minuten Verspätung. In Münster haben Sie Anschluss an die RB 89 nach Hamm Hauptbahnhof. Abfahrt um 10.10 Uhr von Gleis 3. Außerdem an den RE 42 nach Essen Hauptbahnhof von Gleis 14. Abfahrt 10.13 Uhr. Sowie an die RB 67 nach Bielefeld Hauptbahnhof von Gleis 17. Abfahrt um 10.17 Uhr. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Münster Hauptbahnhof aussteigen werden und wünschen Ihnen heute Abend ein frohes Fest und schöne Feiertage. Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Um Himmels Willen, ich habe gerade einen Schreck gekriegt. Jesus Maria Christus. Abs. Mein Zug ist weg. Ah, der liegt da. So viel dazu. Das ist halt nicht TSW. Ja. Naja, wir wären ja eh gleich in Münster angekommen. Somit wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Szenario wieder. Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Denny Spieters. Und ja, das nennt man ein holpriges Ende. Macht's gut, bye bye.